willkommen zurück zu Hardcore Kerbal. Von da hinten kommen wir und da hinten wollen wir hin. So, und dafür müssen wir jetzt mal ein Bremsmanöver einlegen. Und jetzt schauen wir mal, wie viel Delta V es uns kosten würde, uns ganz gesittet in den Kerbin Orbit einzubremsen. Wir bräuchten... Ne, das war es gerade irgendwie nicht. Hallo? Ah, jetzt. So, wir bräuchten einmal, um auf eine saubere Periapsis runterzukommen. Ein bisschen noch. Ups, da war plötzlich der Moon im Weg, aber das stört uns nicht weiter. Schwupp. Wir können jetzt natürlich auch Gravity Assist am Mond machen. Aber dann haben wir irgendwie einen ganz eigenartigen Orbit danach. Das wollen wir auch nicht. So. Mach ich mal ein bisschen näher ran. Ich sehe, was ich da treibe. So. Ach, sehr schön. Na, guck mal. Also die Inklination sieht da auch schon mal ganz gut aus. Kann man vielleicht noch ein bisschen drehen. Das sieht doch gut aus. Der ist auf einem 109er, das heißt, wir brauchen nicht ganz so weit runter. 200 irgendwas Delta V dafür. 114, okay. Also, dann haben wir 213 Delta V weg. Sind wir bei 600, die wir noch im Budget haben. Und wenn wir jetzt die andere Seite runterbremsen. Das ist nochmal 870 Delta V. Okay, die haben wir natürlich nicht. Das heißt, das Manöver hier werden wir jetzt mal geflissentlich uns klemmen. Und wir werden unser Manöver noch ein bisschen anpassen. Nämlich, indem wir in die Atmosphäre reingehen und das Ganze über einen Aerobreak machen. Ich gehe mal so auf 40 Kilometer. Lasst uns ruhig mal bisschen riskant gehen. Also, wir gehen auf 45. Bin ich hier gerade hin zu tüfteln? 44, okay. Wir gehen auf 44 Kilometer in die Atmosphäre rein. Das müsste uns richtig hart abbremsen. Zumindest hart genug, dass wir nicht noch eine Runde um den Mann drehen. Und ich hoffe, mit dem gesparten Fuel können wir dann unseren Kurs so weit korrigieren, dass wir doch noch bei der Chaos vorbeikommen. So. Und jetzt wird es natürlich spannend, ob das so funktioniert. Aber das sehen wir gleich. Nachdem wir zum nächsten Manöver geworbt sind. Guti, wir brauchen 10 Sekunden Burntime. Wir haben noch 50 Sekunden. Das heißt, ich schiebe uns noch mal ein bisschen vorwärts. So. Und wir sind bei den 10 und feuerfrei. Guti. Jetzt gucken wir mal, dass wir das vernünftig machen hier, dass nicht irgendwie 1000 andere Orbits bei rauskommen. Ne, hier, zack, bitte den. Dankeschön. So. Ja, das wird natürlich nachher bequemer, wenn die Piloten ein bisschen was drauf haben und einfach ihre Orbit selber halten können, ihre Manöver selber halten können. Jetzt wird's für mich. Ah, ja, komm, ein bisschen noch. Ja, 45, perfekt. 45, okay. Jetzt kommt der spannende Part. Wie lange ist es bis dahin? 8 Tage bis zur Periapsis. Das heißt, wir sind aber auf jeden Fall damit noch richtig safe und wir können mal ein bisschen die Zeit beschleunigen. So, die wir so brauchen, um dahin zu kommen. Wie gesagt, also, wenn es jetzt ein Wiedereintritt wird, aus Versehen, dann kann ich da auch mit leben. Aber schöner wäre es natürlich, wenn wir unser Lab noch mit besuchen können. Und wir haben noch 2 Tage. 1 Tag.
Bisschen Speed kann es noch geben. So. Okay, jetzt wird's spannend. Denn jetzt kommt gleich unser Wiedereintritt. Wir sind auch gar nicht so schlecht unterwegs. Wir sind knapp hinter der Chaos. Also relativ knapp, das wird sich jetzt gleich noch massiv ändern. Jetzt schauen wir mal. Also, wir wollen auf jeden Fall Retrograde gehen und wir wollen auf jeden Fall zusehen, dass wir die Dinger hier noch einklappen. Weil die werden wir sonst gleich verlieren. So, der Antrieb kann ein bisschen Hitze ab. Das ist jetzt so meine Spekulation, dass wir da durch relativ okayisch sind. Und wenn ich jetzt sehe, dass mein Bremsmanöver nicht so stark funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, dann kann ich ja mit dem Antrieb auch noch ein bisschen unterstützen, sobald wir die Periapsis erreicht haben. Jetzt gucken wir mal, ob das insgesamt alles so funktioniert, wie ich mir das ausgedacht habe. Und wir sind in der Atmosphäre. So, also schön Retrograde gehen und wir können mal den Blick aus dem Fenster genießen. Hier gibt es nicht allzu viel zu sehen. So, ich habe den Tipp bekommen, mit V kann man durchschalten. Kann man tatsächlich. So, hier gibt es auch noch nicht allzu viel zu sehen. Das heißt, wir drehen uns mal, bis es was zu sehen gibt. Ach, guck mal da. Hallo, Kirbin. So, wir sind aber nur im kurzen Vorbeiflug heute. Denn wir müssen noch ein bisschen was an Geschwindigkeit verlieren, damit wir unseren Job erledigen können. Als kleine Sternschnuppe durch die Kirbin-Atmosphäre. Und im Moment sieht es okayisch aus. Er verschiebt sich hier noch fröhlich. Also wir treffen momentan noch auf unserer prognostizierten Route einmal den Mann und würden dann noch dran vorbeifahren und der würde uns dann nochmal abbremsen. Ich würde jetzt natürlich gerne irgendwie hier so hin mit der Apoapsis oder so, dass wir nicht mehr allzu viel nachzukorrigieren haben. Müssen wir mal gucken. Also, die Hitzeentwicklung am Triebwerk ist okayisch. Es wird heiß, aber es ist jetzt nicht irgendwie im Bereich, wo ich mir allzu viele Sorgen mache. Wir haben noch... Ja, Periapsis sind wir dran vorbei. Okay. Das heißt, ich zimmer jetzt mal kurz Vollgas rein. Okay. Sehr schön. Das spart uns nämlich eine ganze Menge Sprit im Vergleich zu einem normalen Bremsmanöver. Weil wir jetzt eh gerade ziemlich stark am Entschleunigen sind. So, mal gucken, wie viel Delta V wir noch übrig haben nachher. Weil ich muss nicht mehr viel hochdrücken. Komm schon, komm schon. Also 110 streben wir an. Und wenn das schief geht, oh, das wird dünn. Das wird richtig dünn. Okay, das hätten wir jetzt machen können, aber ganz ehrlich, können wir auch lassen. Also, das mit dem Chaos wird nix. Da muss man auch mal realistisch sein. Aber was wir machen können, wir können noch ein bisschen hier Fahrt rausnehmen. Und dann nehmen wir die letzten paar, also die letzten 10 Delta V oder was ich habe, dann um unsere Periapsis noch ein bisschen tiefer zu drücken, dass wir auch garantiert unten ankommen. So. Genau, dann warten wir einmal hier rüber. So, jetzt nicht vergessen, vorher die Panels wieder aufzumachen, bevor wir irgendwie schnell werden, also richtig schnell werden. Goodie. Das Ding zieht sich noch ein bisschen runter. Und wir ziehen hier oben nochmal 10 Delta V raus, dann kommen wir irgendwie so auf, keine Ahnung, 30 Kilometer Höhe oder irgendwas. Und können eine saubere Landung machen. Ja, schade. Das wäre schön gewesen, wenn das mit dem Besuch beim Chaos noch geklappt hätte. Da muss ich das nächste Mal ein bisschen mehr Sprittoleranz mit einrechnen oder 43 Aerobrakes machen, bevor das funktioniert. So, dann warpen wir mal zur Apoapsis. Ach, jetzt sind wir noch in der Atmosphäre, wa? Oder waren es zumindest gerade noch. So. Warp hier. So, jetzt fällt es mir wieder ein, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte Solarpanels ausklappen, damit wir hier nicht elendig an Strommangel verrecken. So. Besser. So, damit sollte das passen. Und dann warpen wir uns mal tatsächlich kurz vor der Apoapsis und ballern da unsere letzten 10 Delta V, die wir noch haben, raus, um zu gucken, wie weit uns das noch nach unten bringt. Ich hoffe jetzt gerade mal so irgendwie auf, keine Ahnung, 30.000 oder so. Das wäre ganz nett. Wenn wir 30.000 Periapsis, wahrscheinlich geht sogar ein bisschen mehr noch. Aber wir gucken einfach mal. So. Zip, 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 zip.
Sollte auf jeden Fall reichen, dass wir nicht noch eine Runde drehen müssen, sondern hier schön gesmooft runterkommen und irgendwo wahrscheinlich nachher hier so ins Wasser platschen. So, 30.000 und alle 28 Kilometer. Sehr schön. So, ich lasse jetzt mal die untere Stufe noch dran, weil da sind unsere Solarpanels dran. Und wir warten einfach mal, bis wir in den Wiedereintritt kommen. Was ja jetzt gleich der Fall sein dürfte. Und wir gehen rein in die Atmosphäre. So, wir lassen die Akkus nochmal schön kurz aufladen nach der Drehung. Und dann verabschieden wir uns von unserer Raketenstufe. So, Akkus sind voll und weg damit. Sehr schön. So, dann können wir den Fallschirm vorbereiten. Wir haben ja diesmal nur den einen großen mit dabei. Wir machen das nach Höhe und wieder mal schön Pre-Deployment so bei 3,5. So, und normales Deployment sieht auch gut aus. Gut, dann Close und Arm. So, wir sind vorbereitet. Da geht unser Triebwerk an uns vorbei. Tschüss, Triebwerk. Während wir gemächlich an Höhe verlieren. Und gar nicht so gemächlich. Also, Sinkrate ist momentan bei knapp 300 Metern pro Sekunde. Also da geht einiges. Und das sollte aber relativ okay werden. Also ich würde mich jetzt wundern, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Wir haben sämtliche Science, die wir eingesammelt haben. War ja erfahrungsgemäß nicht allzu viel. Leider. Die haben wir in der Kapsel drin. Das heißt, da mache ich mir relativ wenig Sorgen, dass wir was verlieren. Spannend wird jetzt halt die Stelle mit dem Orbit, ob das reicht. Aber wir sind so tief eigentlich. Ja, das müsste locker reichen, dass wir jetzt hier in einem Schwung durchgehen. Mal gucken, vielleicht explodieren ein paar Batterien weg. Oh, jetzt ist er so tief gegangen, dass wir wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr rauskommen. Sehr gut. Und ich glaube, wir können sogar das SRS ausschalten. Ja. Wir liegen stabil im Wind und kommen runter. Jetzt hoffe ich mal, dass wir dann auch noch genug Geschwindigkeit abbauen, bevor wir zu dem Fallschirm kommen. Aber alles in allem spricht eigentlich nichts dagegen, dass das alles gut klappen sollte. Wir haben einen relativ flachen Abstiegswinkel, wir haben nicht so viel Gewicht an der Kapsel und ich glaube, JP, Tobi und Heptan werden das erste Mal relativ entspannt und vernünftig und gesund vor allen Dingen vom Mimus zurückkommen. Und können für sich dann alle schon mal verbuchen, dass sie die erste Reise hinter sich haben. Mal gucken, ob es für ein zweites Level reicht. Und dann schauen wir mal, dass wir mit den Science-Punkten, die wir dann eingesammelt haben, was ja immerhin trotzdem noch ein bisschen was ist. Guck mal, wir haben 165 haben wir schon jetzt zusammen. Allein durch die Bonus-Science der Aufgaben halt, die wir erledigt haben. Das heißt, wir können mindestens ein weiteres Fenster freischalten. Wir gucken mal, wir haben den Dings, wir haben den Crew-Report. Das dürften zusammen auch noch mal... Lass uns einmal gucken. Store Data. Wir haben 30 Signs vom Mystery Goo. Wir haben 15 Signs. Ach, tatsächlich. Zweimal Mystery Goo. Okay. Zweimal Mystery Goo. Und ein Eva Report. 19. Boah, das sind so 60, knapp über 60. Okay, jetzt muss ich löschen. Guti. So, wir haben mittlerweile noch eine Höhe von 18 Kilometern. Geschwindigkeit sieht sehr gut aus. Und wir platschen hier fröhlich ins Meer runter. Also, alles ganz entspannt. Ganz, ganz chilliger Rückflug für unsere Jungs hier. Ja, sehr gut. Gut geflogen. Nee, und dann können wir dem JP auf jeden Fall mal so weit auf die Schultern klopfen, dass er seine Pilotenausbildung nicht komplett verschlafen hat. Und ich würde sagen, ich hau jetzt mal kurz ein bisschen Beschleunigung rein, weil der Teil des Abstiegs ist jetzt nicht mehr so besonders spannend. Jetzt gucken wir mal noch, dass der Fallschirm uns stark genug bremst. Da ist er raus. Und dann kommt gleich der Full Deploy. Aber da der Fallschirm für die Kapselgröße gemacht worden ist, bin ich jetzt mal sehr, sehr zuversichtlich, dass das alles vernünftig funktioniert. Noch einmal ordentlich G-Kräfte und wir sind bei einer Abstimmung.
absolut vernünftigen Geschwindigkeit umzuwassern. So, willkommen zurück auf Kirmen für unsere drei Kirmonauten. Und dann würde ich sagen, oh, guck mal, Mystery Goo, den nehmen wir natürlich nochmal mit. Jawohl, und Recover Vessel. So, viele Aufträge zumindest erledigt. Und wir haben, ja, immerhin 232 Science, ist auch nicht schlecht. Und JP Kerman hat es tatsächlich auf Level 2 geschafft. Heptan hat gar nichts bekommen. Heptan, warst du schon mal beim Minmus? Haben wir Heptan? Ah, Heptan ist bestimmt einer der Kerbels, die wir früher mal aus dem Minmus-Orbit gerettet haben. Und hat deshalb jetzt keine Erfahrung mehr dafür gekriegt. Na gut. So. Dann stehen wir jetzt bei 544.000. Die Rampe ist komplett ausgebaut. Jetzt gucken wir mal, was es hier so an Aufträgen gibt. Ne, wir kaufen uns erstmal. Gucken wir erst nach den. Oh. Fly by Duna. Das würde natürlich hervorragend zusammen mit dem. Ike-Vertrag gehen. Was hält uns denn momentan davon ab? Das ist die Funktechnologie, ne? Also wir können es im Moment nicht unbemannt machen. Theoretisch können wir es aber bemannt machen. Fly by Duna. Finde ich interessant. Ich nehme den auf jeden Fall schon mal an. Vielleicht sammeln wir auch noch ein bisschen. Wir haben ja... Ah, der hier, der nervt mich auch immer noch, ne? Wenn es ja nicht so viel Reputation kosten würde. So, jetzt... Gucken wir aber mal, was gibt es hier noch im nahen Umkreis? Specific Orbit of the Moon, bla, Surface Output, nö, erstmal nix. So, jetzt gehen wir erstmal gucken, was die Forschung so bringt. Also, was uns abhält, ist auch Antennentechnologie. Was haben wir hier? Oh, große Solarpanels. Große Antennen. Große Batterien. Fuel Cells. Das wäre natürlich genau das, was uns im Moment fehlt, ne? Das große Reflektron. Damit könnten wir lange Funkverbindungen aufbauen. Und die großen Solarpanels sind natürlich auch ein gutes Argument, um zum Beispiel unsere Raumstation auszustatten. Ah, hier gibt es ein Experiment und auch noch eine große Antenne. Oh, die ersten Recycler. Auch schön, aber da brauchen wir vorher das für. Wir können uns momentan die 300-Punkte-Kategorie eh nicht leisten. Dann schauen wir mal, was es hier so zu holen gibt. Sprengstoff. Ja, nett, aber... Fallschirme. Monopropellant. Reißt mich jetzt auch nicht so vom Hocker. Airbrakes können ganz interessant sein, aber das ist alles so Flugzeugkram. Grabbing Unit, ja. Echte Docking Ports. Das ist natürlich ein Argument. Wobei sonst nicht so viele spannende Dinge hier drin sind. RCS und große rote Tanks sind natürlich schon mal schön. Damit kann man auch ein bisschen was anfangen. Ja, schwierig. Ich würde sagen, ich lasse das einfach mal so im Raum stehen und ihr sagt mir mal, welchen Node ich anloggen soll, weil ihr glaubt, dass uns das helfen würde. Ich will noch nicht nach Duna, also wir müssen mal gucken, das ist jetzt für mich so eine Sammlung, dass ich denke mal, da müssen wir noch ein paar Sachen freischalten, Langstreckenfunk, so ein paar Recycler, bessere Triebwerke und solche Geschichten, bevor wir sinnvoll nach Duna fliegen können. Aber es soll ein bisschen die Vorbereitung darauf sein. Das heißt, wir können auch andere Aufträge annehmen. Und in Vorbereitung auf eben diesen langen Weg, sagt mir doch mal, was ihr freischalten würdet von den Feldern hier. Und welches Feld ihr warum auch freischalten würdet. Also was ihr denkt, was es uns bringt. Ich akzeptiere auch so Sachen wie so, hey, schalte nichts davon frei, spar auf die 300, weil du dieses Feld haben willst. Das wäre ja auch legitim. Wir können es ja freischalten.
Danach ist aber erstmal Essig. Also, ich bin gespannt auf euren Input. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.